Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video, zum heutigen, Harmonielehre-Tutorial, würde ich sagen, ja. Heute geht es mal um das Thema Kirchentonarten und wo diese ganzen Kirchentonleitern überhaupt alle herkommen. Ich gehe natürlich davon aus, dass man sich dann schon mit der C-Dur-Tonleiter mal beschäftigt hat und da schon weiß, wie das Ganze so ein bisschen so zusammenhängt. Und zeige dir heute, wie das eigentlich mit dem Aufbau von den ganzen Kirchentonarten zusammenhängt und wo die alle herkommen. Ja. Als Beispiel nehme ich wieder mal eine C-Dur-Tonleiter, ja, und fange hier einfach an. Los geht's mit C. Dann haben wir D, E, F, G, A, B und C. Okay, so, eine normale C-Dur-Tonleiter, ja, nennt sich bei den Kirchentonarten oder Kirchentonleitern eine ionische Tonleiter. Ganz wichtig ist, die Halbtonstelle zwischen dritter und vierter und der siebten und der ersten Stufe, ja. Okay. Das ist also, ich schreibe das mal so. Wichtig ist so, wir merken uns jetzt einfach die Halbtonstelle zwischen 3 und 4 und der 7. und der 1. Stufe. Das heißt also, wenn ich eine Tonleiter von C bis C mache und zum Beispiel nur auf den weißen Tasten eines Klaviers bleibe, ja, dann spiele ich automatisch eine Dur-Tonleiter. Machen wir mal auf dem Ton C, ich mache mal hier das C, ja, dann ist das eine ganz normale I. Also ionische Tonleiter, ionisch, ja, Klammer, ganz normal, Dur-Tonleiter, ja, ionisch ist einfach die Bezeichnung dafür. Okay, wenn ich jetzt vom Ton C, vom Ton D bis zum Ton D gehe, also das heißt, ich mache einfach hier oben noch ein D ran, ja, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Aufbau. Und wenn ich das jetzt einfach mal wegsehe, ja, dann habe ich hier eine Tonleiter, die geht von D, E, F, G, A, B, C und D. Und von D bis D, mit die Halbtonstelle verschieben sich ja jetzt auch. Ich habe die Halbtonstelle jetzt nicht mehr wie hier von 3 und 4, sondern ich habe die Halbtonstelle jetzt ja 1 aufgerutscht nach vorn zwischen 2 und 3. Ja, das ist jetzt zweite und dritte Stufe. Das heißt also, angenommen, ich nehme jetzt den Ton D, den mache ich nochmal hier hin. Ja. Dann habe ich die Halbtonschritte ja zwischen 2 und 3 und hier nicht mehr zwischen der 7. und der 1. Stufe, sondern zwischen der 6. und der 7. Stufe. Ja? Und dieser Aufbau nennt sich dorisch. Okay? So, also es, wie schon gesagt, es geht nur um diesen Aufbau. Was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, ich lasse jetzt die 2 weg und dann habe ich vom Ton E bis zum Ton E. Meine Halbtonschritte bleiben ja ganz normal zwischen E und F und B und C. Ja? So, und mal, wenn ich ab dem Ton E nur die weißen Tasten zum Beispiel auf einem Klavier benutze, ja? E, F, G, A, B, C, D, E, dann habe ich Halbtonschritte, machen wir hier den Ton E, zwischen 1 und 2. Und hier zwischen 5 und 6. Und dieser Aufbau, E, F, G, A, B, C, D, E, der nennt sich phrygisch. Ja, eine phrygische Tonleiter. So, und dasselbe geht jetzt immer so weiter. Ja, wenn ich jetzt vom F bis zum F gehe, so, jetzt muss ich aber sagen, jetzt rutscht natürlich hier mein Halbtonschritt weg. Und ist dafür hier. Und dadurch habe ich jetzt hier einen Halbtonschritt. Ton F. Male ich mir jetzt mal hier hin. Den Ton F habe ich jetzt den Halbtonschritt zwischen 1, 2, 3, 4, 4 und 5. Ja? Und oben wieder zwischen der 7. und der 1. Stufe oder 7. und 8. Stufe. Und dieser Aufbau, der nennt sich lydisch. Ja, so, nächstes wäre vom Ton G bis zum Ton G. Ja, heißt von hier ab, so, habe einen Halbtonschritt jetzt wieder zwischen 3 und 4 und hier oben zwischen 6 und 7. Dieser Aufbau nennt sich mixolydisch.
Okay. Also im Endeffekt immer, wenn ich jetzt eins aufschiebe, es geht immer nur um diesen Aufbau. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, so vom Ton A bis zum Ton A, habe ich auf einmal die Halbtonschritte. Das ist immer, der neue Ton ist immer unsere erste Stufe. Ja? Das heißt also vom A, dann habe ich jetzt die Stufen 2 und 3, sind die Halbtonschritte. Und hier habe ich die Halbtonschritte zwischen 5 und 6. Dieser Aufbau nennt sich äolisch. Ja? Oder, Klammer, ganz normales Moll. Das ist unser ganz normaler Mollton leider. Ja? Ja, und dann bleibt ja nur noch eins, bevor ich wieder beim C ankomme. Und das ist vom Ton H bis zum Ton H. Ja? Und meine Halbtonschritte sind hier zwischen 1 und 2 und zwischen 4 und 5. Ja? Und dieser Aufbau nennt sich lokrisch. Ja, im Englischen spricht man halt dann Ionian, Dorian, Phrygian und was weiß ich was. Hat man bestimmt schon zig Videos auch darüber schon gesehen oder so, wo dann heißt der Mixolydian Mode und was weiß ich was. Aber jetzt erstmal von dem Aufbau. Also das heißt im Endeffekt, von den Tönen ab, wo ich loslege, dementsprechend, wenn ich jetzt, es geht mir immer nur um diesen Aufbau. Ja, bei der Dudelleiter haben wir ja auch schon mal gesagt, es geht nur um den Aufbau 3 und 4. Und 7 und 1 Halbtonschritte, der Rest ist alles Ganztonschritte. Und das Ganze verschiebt sich einfach nur. Es gibt immer wieder einen neuen Aufbau. Ja? Und nur mal jetzt als Beispiel zum Beispiel, wenn ich jetzt den Ton, ich nehme nochmal den Ton D her. Also das heißt unsere dorische Tonleiter D, E, F, G, A, B, C und D. Das ist vielleicht jetzt gleich ein bisschen unübersichtlich. Aber naja, ist egal. Ja, wir haben die Halbtonschritte zwischen, haben wir gesagt hier, zwischen 2 und 3, ja, und hier natürlich immer zwischen B und C. So, das ist unser Aufbau. Also das heißt, wir haben hier einen Ganztonschritt, einen Ganzton, Halbtonschritt, dann haben wir Ganzton, 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 Halbton, Ganzton. Diesen Aufbau kann ich jetzt natürlich auch für eine andere Tonleiter benutzen. Angenommen, ich nehme den Ton E, schreibe E, F, G, A, B, C, D, E, F. Falsch. E nur bis E, Entschuldigung. Ja. Und jetzt bauen wir den selben Aufbau zusammen. Von E auf F ist es ein Halbtonschritt, ich brauche aber einen Ganzton, also mache ich jetzt mit F ein Fis. So, von Fis auf G habe ich jetzt einen Halbtonschritt. So, damit habe ich schon mal diesen Aufbau bis dahin. Von G auf A, ein Ganzton, passt. A auf H, Ganzton, passt. H auf C ist ein Halbtonschritt, ja, das sehen wir hier oben, ich brauche aber einen Ganzton, also entferne ich den nochmal um einen Halbtonschritt nach oben, damit habe ich jetzt hier einen Ganzton und jetzt habe ich natürlich zwischen Cis und D einen Halbtonschritt, ja, und zwischen D und E ist der Ganzton. Heißt also, eine E-dorische Tonleiter, ne? Das haben wir hier dorisch, ja, eine E-dorische Tonleiter hat zwei Vorzeichen, nämlich ein Fis und ein Cis. Und das kann ich jetzt mit jeder Skala so machen. Ich muss mir eigentlich nur merken, wo die Halbtonschritte sind. Und dementsprechend kann ich mir aus jeder Tonleiter die einfach zusammenbauen. Am besten immer von einem normalen Ton aus, wie aus der C-Dur-Tonleiter oder sowas, geht es eigentlich immer ziemlich einfach. Ja, und das kann man wirklich mit jedem beliebigen Ton machen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, G mixolydische Tonleiter, ja, hat die Töne ja gehabt, haben wir ja vom G hier abgezogen, ne? G von da bis da, ja, Aufbau mixolydische Tonleiter, wäre hier so, ja, das sind alles Ganztonschritte, Ganztonschritte, so, da habe ich also die Halbtonschritte zwischen 3 und 4, wie bei der normalen Tonleiter, aber hier zwischen 6 und 7, heißt also angenommen, ich würde jetzt hier mal als Beispiel einen F, ich nehme mal einen Lappen, mache das mal ein bisschen weg, damit es an meine Übersicht gewinnt. Okay, so. Und nehmen wir zum Beispiel hier mal den Ton F. F, G, A, B, C, D, E und F. So, und jetzt will ich eine mixolydische Tonleiter daraus bauen. Das heißt, ich brauche die Halbtonschritte zwischen 3 und 4 und der 6.
und der 7. Die 6., da sind wir hier zu Hause. Okay? Heißt also, von F auf G ist ein Ganzton der Bass. Von G auf A ist ein Ganzton der Bass. Von A auf H ist ein Ganzton. Ja? Wir brauchen aber einen Halbtonschritt. Also muss unser B, unser H oder B, ein Halbton runter, dann sind wir bei B-Flat. Ja? Also kommt ein B vor. Vom B-Flat auf C ist es wieder ein Ganzton-Schritt. Ja? Wäre ja normalerweise zwischen B und C ein Halbton oder zwischen H und C ein Halbton. Halbton zurückgeschoben, dass jeder Halbton-Schritt ist. Passt, das haben wir wieder den Ganzton. Ja, von C auf D ist es ein Ganzton. Ja? Von D auf E ist es auch ein Ganzton. Wir brauchen aber einen Halbton-Schritt. Also setze ich auch das E ein Halbton runter. Und zwischen E und F hatten wir schon immer einen Halbtonschritt, ja, das ist ein natürlicher Halbtonschritt, aber jetzt haben wir ein S und dadurch ist es wieder ein Ganzton. Ja? Also das E hat sich jetzt vom F nochmal ein Stück entfernt. Ja, und somit habe ich hier eine F-mixolydische Tonleiter. So einfach funktioniert das ganze Zeug. Ist natürlich, man muss ein bisschen rumprobieren. Ich denke, wenn man das in der C-Tonleiter gecheckt hat oder sowas, dann kann man das auf jede andere Tonleiter auch anwenden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man den Aufbau von den Dur-Tonleitern kennt und auch dementsprechend auch mit den Kreuz- und B-Vorzeichen. Ich habe darüber schon auch etliche Videos gemacht. Und sich vielleicht die mal anschauen und dann schaut, ja, dann wird man feststellen, dass das mit den Kirchentonarten alles gar kein großes Problem ist. Und ja, geht. Wenn man die Theorie verstanden hat, denke ich auch, kann man dann ganz gut beim Spielen das auch benutzen. Dann reicht es auch wieder, wenn man nur die gewissen Intervalle weiß oder so, die sich dann zu jedem oder zu jeder Kirchentonart einfach ein bisschen verändern. Aber man weiß zumindest schon mal, worum es geht. Ja, ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen helfen. Das war nicht zu verwirrend. Und wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen, wenn der Daumen nach oben geht. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, sage ich ciao, der Mische.